Ja, aber es ist so lang her, dass. Es kann entweder nicht so lang her sein, oder es ist. Es macht keinen Sinn. Ja. Die Villa gehört den Faraducci. Sollen wir da nochmal rein? Okay, hast du neue Samen? Ich habe ganz viel schon verkauft. Wird nämlich langsam Zeit. Hallo, ihr alle. Oh, ich fühle mich aber, Zen fühlt sich richtig schon als Teil der des Dorfes. Finde ich schön. So, immer noch nichts Neues. Wie viel muss ich denn noch verschiffen hier? Wisst ihr was, wir holen einfach mal ganz viele, oder? Wir gehen mal auf 45, komm. Ja, fünfmal, ne? Können wir so viele tragen? Ich guck mal. Ja. Das ist doch super. Einfach immer ganz viele Samen dabei haben. Oh mein Gott. Hoffentlich in der zweiten Staffel, bitte. Okay, wisst ihr was? Ja, machen wir einfach. Außerdem haben wir ja dann auch noch den... Dann haben wir immer genug für unser Gewächshaus auch. Wir gehen ja all in hier. Also... Und es ist günstiger. Finde ich gut. Obwohl, haben wir... Oh, wartet. Was gab es im Frühling? Irgendwelche Samen oder ein etwas zum Anbauen, was dauerhaft ist. Das kommt natürlich in... Ich will das noch nicht kaufen. Kommt natürlich ins Gewächshaus, ne? Macht Sinn. Ich hoffe irgendwie... Oh, ich wünschte so ein Spiel, wo man das Dorf nach und nach größer bauen kann. Ich bin so traurig. Das hat, glaube ich, erst ein Spiel irgendwie gemacht. Zen! Dein Gerät... Dein Werkzeug ist fertig. Hier. Wuhu! Wir haben einen besseren Bogen. Dem. Aber sieht schön aus, oder? Sieht irgendwie so leuchtend aus. Ganz ehrlich, ich würde ihn nicht so hassen. Ich liebe Bögen eigentlich. Aber dass man Pfeile machen muss, finde ich blöd. Was ich aber noch besser finde, sind Crossbows. Also hier, wie heißen die auf Deutsch? Auf jeden Fall, die mag ich auch lieber. Einfach tsching. Weiß nicht. Es ist immer so, dieser Moment, man spannt es. Das ist wie so eine, du musst eigentlich einmal anstrengen, es spannen. Und du hast diese Spannung dann die ganze Zeit vor dir. Das ist wie so gefährlich. Und wenn du dann drückst, dann geht diese Spannung mit einmal, pfumm, und du hörst es. Beim Bogen ist das ähnlich. Und wir hatten einmal, wo war das? In der Schule? Weiß ich nicht. Irgendwann haben wir mal Bögen professionell. Aber es waren nur ein paar Tage oder sowas. Und das ist dann, da muss man echt aufpassen und neben sich am Ohr. Und das ist dann so, und du musst genau gucken richtig. Und dann fliegt er irgendwie nach unten oder zur Seite. Ugh. Und bei der Crossbow musst du einfach nur so hinhalten und drücken. Weiß nicht. Es ist wie eine Pistole, ohne laut zu sein. Ach, ich weiß auch nicht. Ich mag das. So, ja, die anderen Sachen machen wir auch noch, ne? Dann machen wir das mit unserem Geld. Also, dann haben wir nämlich alle unsere... Dann kann Lazarus auch sterben. Ich meine, dann kann Lazarus auch in Rente gehen. Oh, hi. Das zum Beispiel, da hätten sie ruhig mal neue Sachen sagen können. La, 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 la. Okay, dann Faraducci. Vielleicht ist er jetzt da und freut sich... Ich bumpe dich gleich in den Brunnen, du. Hör auf jetzt. Warum muss sie sowas sagen? Ist da vielleicht mehr? Ist das kein Zufall, dass wir ineinander geraten? Oh mein Gott. Ganz ehrlich, würde ich dich nicht immer ansprechen, ne? So, warte mal, können wir die zusammen... Ach ja, okay. Alles gut. Nice. Dann gehe ich nochmal rein, nach langer Zeit. Vielleicht ist seine Seele jetzt... befreit oder so ist. Keine Ahnung. Wir holen uns die besseren Schuhe. Hui, hui, hui. Obwohl es vollkommen egal ist, weil die Zeit bleibt ja stehen. Ich würde sowas machen. Ich finde das so toll, wenn man irgendwie... Wo war das? Bei irgendeinem Rollenspiel. Da triffst du auf einen Geist und er meckert ein bisschen rum und ist traurig, dass er besiegt wurde von so einem bösen Bösewicht. Und der warnt dich und dann besiegst du den und gehst eigentlich weiter. Aber wenn du zurückgehst zu diesem Geist, dann bedankt er sich und freut sich. Und das finde ich voll schön, sowas. So Kleinigkeiten, die nicht sein müssen, aber die sie trotzdem machen.
dass keiner diese Villa übernimmt die ganzen Jahre. Was für eine geile Villa. Die haben alle ihre kleine Wohnung, ne? Alleine schon Gabriel hat nur ein kleines Zimmer. In der Station. Wie schrecklich. Wie schrecklich. Wieso übernimmt keiner die Villa? Hallo, Herr Faraducci, ne? Blöd, dass du hierher gekommen bist als Governor. Hat sich selbst eingegraben. Ich frag mich immer noch, woher... Er hat sich mit dem Stein hier eingemauert, ne? Und wir mussten es aufbrechen. Da muss der Stein ja hier reingefallen sein. Ich verstehe es immer noch nicht. Manchmal bin ich zu doof. Er hat sich eingemauert. Und dann plötzlich hatte Danny den Stein, weil er hat ihn am Wasser gefunden. Das muss ja dann die fette Fiesel, wie hieß sie nochmal? Auf jeden Fall das Mädel, die vom Bürgermeister, die Freundin, muss ja dann den Stein gehabt haben. Und Tobias meinte, da kam irgendwas aus dem Berg. But why? Wir haben den Berg wieder aufgesprengt und es gab kein Geist oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Wieso hat das vorher keiner mitbekommen? Das heißt, dieser Stein hier muss ja irgendwie wieder rausgekommen sein. War das hier durch... Hier. Du kannst auch mal lesen. Hameus Faraducci. Okay, es war Nachfahre. Okay. Read another passage. Ah, da. Anselmo. Wir haben kannten den Namen doch. Wir gucken, müssen doch nochmal lesen. Jetzt macht es ja wieder mehr Sinn. Aber ich frage mich, hilft dir nicht, das gibt dir keinen Hinweis. Wenn er uns jetzt das sagen würde, die Faraduccis, und dann sagt uns Robert, dass die Villa gehört den Faraduccis. Es ist ja nicht so, dass wir dann erst da als Spieler meinen, oh, warte mal, ich glaub, ich möchte jetzt in die Villa. Nein, man möchte ja schon vorher in die Villa. Eigentlich wollte ich sie übernehmen und restaurieren und dass es unsere Villa wird. Aber okay, bauen wir uns halt sehr teuer unsere eigene Villa. Ganz ehrlich, für den Preis aber, den wir ausgeben, Kane könnte uns schon so eine geile Villa machen wie hier, oder? Wetten, wir kriegen keine tolle Villa? Wetten, wir kriegen Scheiße? Wetten, ich werde enttäuscht? Was habe ich nur getan, Francesca? Bitte vergib mir. Ich liebe dich so sehr. Ich weiß alles, was es bedeutet, aber ich kann es nicht übersetzen. Ich denke da jetzt an Tupperware. Ich muss es irgendwo Einhalt gebieten. Okay. Weg damit. Wir gucken mal, was ist das Erste hier? Ja, okay, oh, ich erinnere mich. Der Fluch kam aus der Sphinx. Da haben sie aber Pech gehabt. The Stone is provided... Den Stein hat er aus Ägypten. The Stone is a detail in the text. Okay. Ja. The Mad Governor. Oh, der herkam, wurde also verrückt. Genauso wie dann wahrscheinlich die davor. Aber die davor haben doch Opfergaben gebracht und haben sie angebetet. Ganz schön undankbar, die Riesen. Der Gouverneur hat alle Spuren beseitigt. Fast alle. Ah, okay. Okay. Der Governor hat einen Stein gefunden, der alle verrückt macht, hat ihn nach Ägypten gebracht und der Nachfahre jetzt, nach langer Zeit, hat den wieder nach Hause gebracht und dadurch die aktiviert wieder wahrscheinlich, die Wesen. Und Zen hat den schlussendlich dann damit den Eingang gefunden zu einer anderen Welt und konnte ihn niederschlagen und hat damit jetzt das Land so gesehen gerettet? Wirklich? Irgendein Typ? Ein Farmer aus der Stadt mit einem Hammer? Geh weg, blöder Gott! Riesen! Riese mit der Macht, Leute dazu zu bringen, Monster zu werden! Oh nein, nicht an meine Hand, auch nicht an mein Auge. Oh nein.
Das ist so ein bisschen seltsam. Aber okay, das ist also die Geschichte. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, was jetzt noch kommt. Wir hatten das Thema. Jetzt will ich aber unbedingt wissen, was noch kommt. Kommt noch was? Wir gehen nochmal zu Francesca. Wir haben ja die schnellen Schuhe. Das muss ja dann er gemacht haben, ne? Aber das ging ja alles an, das Feuer. Ist das nicht auch schon übernatürlich? Hallo Francesca. Hier war das Tagebuch. Es ist unheimlich, ja, aber ich habe keine Angst mehr, weil das ist ja Francesca. Das ist ja, das war ja der Besitzer. Das hat nie jemand mitbekommen? Nicht einer. Der Bürgermeister vielleicht. Irgendwann mal. Da lebt keiner mehr in der Villa. Lass uns mal reingehen. Und dann, oh, ein großer Keller. Ein Weitheitkeller. Oh, da ist eine Leiche. Und dann räumt man hier alles aus und räumt, also den haben sie, hätten man vielleicht nicht gefunden. Okay, fair enough. Aber dann sagt man einfach, oh, hier liegt eine Tote. Und dann denkt man sich, das ist das, fertig. Also, das hasse ich bei bei allen Medien. Ich hasse Dummheit. Und auch bei Rollen, bei Horrorfilmen oder anderen Rollenspielen oder sowas. Wenn sie denn alleine schon sowas, kennt ihr das? Jemand weiß, was zu tun ist. Irgendwie aus dem zweiten Teil kommt eine aus dem ersten Teil wieder. Und dann, pass auf, lauf, so lange du noch kannst. Wieso? Wieso bleibst du nicht ganz kurz stehen für 3 Minuten und sagst, es ist ein Geist, falls es weiter passiert, es ist ein Geist von einer Frau, die ihren Mann gehasst hat und deshalb hast du jetzt alle mit roten Haaren, du musst deine Haare färben oder irgend sowas. Einfach mal ein bisschen, weißt du? Ist zwar Spoiler, aber es ist die Real World und du hast es durchgemacht. Wie wär's, wenn du jetzt vielleicht den anderen hilfst und nicht irgendwie so kryptisch was reinlaberst und dann alle denken, oh, eine Verrückte. Zu Recht. Mann, Mann, Mann. Und hier jetzt auch. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum diese Villa nicht... Es ist eure Villa, Herr Mayor. Ja, welches Business hast du denn zu tun? Wir gehen mal rein. Na, welches Business machst du? Aha. Ich weiß, ganz ehrlich, ich weiß ja. Vor einem Jahr hatte er noch ordentlich was zu tun, wenn ihr versteht. Aber jetzt ja nicht mehr. Oh, hi. Na, ihr Blöden. Was habt ihr gelernt? Oh, wir können am meisten grüne Farbabstufungen erkennen. Oh, das wusste ich auch nicht. Interesting. Danke, Lilly. Das ist ja sogar wirklich hilfreich. Na, haben wir heute gut Geld gemacht. Lassen ihn mal ein bisschen. Da, hi. Ich weiß. Dankeschön. Tschüss, Jason. Werden wir morgen erst sehen. Nee, 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 nee. Na, wie weit bist du? Schön. Schön machst du das. 1 Stunde hast du ja noch. Lahmarsch. Okay, wir haben auch noch Energie. Dann gehen wir einfach jetzt noch gemeinsam. Bringen wir das kurz weg, das Tagebuch. Wir könnten das Tagebuch... Oh mein Gott, das regt mich auch bei anderen Spielen so auf. Bring das Tagebuch doch jetzt zum Mayor und zeig ihm das und sag ihm, ich habe ihn gefunden und dann können sie die abreißen. Die Gewilla. Also es macht doch überhaupt keinen Sinn, das für sich zu behalten. Nicht mal irgendwie egoistisch oder so. Selbst wenn man böse spielen würde, nicht. Ganz im Gegenteil, man könnte ja irgendwie sagen, ich möchte die Villa haben. Naja. Bam, 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 bam. Ist es morgen schon soweit? Oder wie lange braucht er insgesamt? So, dann hoffen wir jetzt einfach mal auf das Beste. Wir werden uns ein bisschen absichern. Und, Hammer haben wir ja. Warte. Brauchen wir Eiern? Warte, wisst ihr was? Nein, wisst ihr was? Geh mal hoch. Wir machen das anders. Um den Bogen vielleicht doch noch später benutzen zu können, brauchen wir ja viel Eisen. Und daher gehen wir einfach am Anfang. Hier gibt's... Oh.
gar nicht drüber nachdenken. Hier gibt's, es gibt bei Level 1 Eisen und Steine. Da seht ihr. Und daher, wenn wir nur Eisen haben wollen, ein Eisen pro Pfeil, was ziemlich heftig ist, können wir das ja mal machen. Für später Level. Fürs Level später. Ich kann nicht reden. Wenn wir Husbandry dann doch mal irgendwann höher haben. Vielleicht kriegt man Husbandry erst höher, richtig, wenn... Oh, warte. 10th geht es auf jeden Fall schneller. Husbandry ist... Oh, nee, es dauert echt lange. Vielleicht braucht man einfach wirklich mehr Tiere. Wir schaffen es trotzdem. Und ich glaube, das nächste Level kriegen wir dann durch den Bogen. Schießen wir aber die ganze Zeit in den Bogen und dann geht er schon. Oh, ich töte dich einfach gleich aus Prinzip. Wie wäre das? Das habe ich meiner Oma auch gesagt. So. Ja, das ist doch schön. Guckt mal. Müssen wir gar nicht weit gehen. Und warum war jetzt nochmal... Irgendwas gab es erst ab Level 30 oder so? Wir brauchten es aber gar nicht. Ah, wahrscheinlich für Roboterzeug. Das heißt, irgendwann muss ich doch nochmal runter. Wahrscheinlich ist das für die Batterien. Das ist natürlich blöd. Aber es wird doch nicht mehr so schlimm, wie ich dachte. Wir haben alles noch gerade irgendwie so geschafft. Ich weiß aber nicht, wofür man Steine braucht, muss ich zugeben. Wann brauchten wir Steine? Ach komm, ein noch. Yay! Yippie! Ach, das war doch schön. Und jetzt ziehen wir uns wieder die hässlichen Sachen an, damit wir nicht erkannt werden, falls welche aus der Stadt kommen. Wie gesagt, Zen möchte in Ruhe leben. Ne, ernsthaft, man kann hier sogar ganz viel Stein bekommen, hier rechts. Habt ihr es gesehen? Wofür? Holz brauchen wir. Also wir sollten vielleicht mal Holz anfangen, wenn wir bahnen und sowas. Aber erstmal die Werkzeuge, oder? Ich glaube schon. Wir machen erstmal die Werkzeuge. Wir können ja, wenn wir schon mal hier sind, einen machen. Geht ja schnell. So. Ich glaube, guck mal, wir haben jetzt so viel mit dem Hammer. Wir machen alles mit Hammer. Wir lieben den Hammer. Hammer ist immer noch Level 9. Na dann. Das heißt, dieses hier wird unser nächstes Level. Hammer und Ho. Aber wir haben ziemlich Kontrolle. Das ist gut. Das heißt, Husbandry ein höher. Weil wir müssen auf Level 6 natürlich kommen. Und dann hole ich mir das zum Rausbringen. Ich will, dass meine Tiere raus können. Einfach nur, weil ich das schön finde, wenn man hier ist, dann höre ich sie. Es ist einfach... Ist so ein Ich-Ding. Fertig. Ist einfach wichtig für mich. Für mein Wohlhaben. Boah, wir haben fast keinen... Guck mal, wie viele Steine wir haben. Used for crafting. What? Was denn? Wir gehen mal gucken. Ich glaube, wir gehen heute mal ganz früh ins Bett. Das haben wir noch nie gemacht. Hallo. Wir gucken ganz kurz, ob er fertig ist. Hast du alles gemacht? Ich hoffe einfach mal. Sonst wird das hier morgen ein Problem. Aber ich glaube... Oh, Entschuldigung. Und ja, bespritz mich. Wie bitte? Nichts. Gut, Sanchez. Ja, ich habe den Bullen auch nicht bekommen. So, gucken wir mal. Hallo. Was braucht Stein? Wir gehen mal durch. Hier haben wir Arrow. Da bekommen wir 2 Stück. Wir kriegen 2. Das ist doch auch nice. Das ist übrigens etwas. Hier. Das ist es wahrscheinlich. Silikon und so ist da unten für die Batterie. Bier. Eine Bombe. Ist alles egal. Sorry, aber... Oh, eine goldene Milch. Hatten wir eine goldene Milch gemacht? Golden Cheese? Wir haben glaube ich, Cheese, golden... Wir gucken gleich. Wir wollten ja noch irgendwas verkaufen. Chicken Feed. Ja, warum nicht? Obwohl, vielleicht sollten wir das aufbewahren und es doch kaufen. Und ein bisschen aufbewahren für alle Fälle. Falls es doch irgendwas passiert, haben wir es. Dynamit können wir machen. Ja, vollkommen egal. Explosive Arrow. Ja, mir auch vollkommen egal. Sorry. Fans. Wir können nicht mal einen Stein
Zaun machen. Healing Potion. Mayonnaise. Haben wir 41. Ja, komm, verkaufen wir ein bisschen Mayonnaise. Ist da auch wieder ein bisschen weg. Also Geld machen wir jetzt gut, muss ich zugeben. Golden, ja, wollten wir behalten, ne? Einfach nur falls, also wir wollten ein bisschen Wolle behalten. Wir brauchen keinen Stein. Ich kann ja mal gucken, was können wir hier nicht machen. Grapes, bald, da freue ich mich drauf. Power Cell braucht eine Batterie. Könnten wir machen, also wir können eine Power Cell noch machen. Met brauchen wir, Wein machen wir auch bald. Lederweste brauchen wir noch 4. Hä? Habe ich irgendwas übersehen? Habe ich irgendwas noch nicht bekommen? Vielleicht in der zweiten Staffel. Vielleicht können wir dann, sagt Kane, oh, ich könnte dir ein... Was machen wir mit Stein? eine Bäcker, ein Brotback draußen. Kennt ihr diese großen Steinöfen? In denen große in Pizza gemacht wird und na, ist egal, wir haben eine Küche. Irgendwas aus Stein. Manno. Vielleicht einfach eine größere Truhe. Ein Keller oder so. Das wäre doch was. Willst du einen Keller? Dafür brauche ich Stein. Oh, das würde Sinn ergeben. Okay. Apple Cider verstehe ich auch nicht. Nö. Also, was haben wir doch noch nicht verkauft? Ich glaube, wir haben goldene Butter gemacht. Jupp, aber noch nicht Golden Cheese. Das heißt, wir machen einmal bitte Golden Cheese. Und dann verkaufen wir den. Und dann gehen wir einfach mal früher ins Bett. Wie wäre das? Wollen wir das mal ausprobieren? Also. Leute, esst Mayo. Los! Wir wollen doch mal was anderes essen. Mayo. Und Golden Cheese. Ich will alles ver... Wenn es ein Achievement gibt dafür, alles zu verschiffen, bis auf jetzt alle Rezepte oder sowas, sondern einfach alles zu verschiffen, was man verschiffen kann, dann will ich das auch schaffen. So, obwohl... Nee, will ich doch nicht. Wir brauchen ja dann noch ein goldenes Huhn und ein goldenes Schaf. Ah nee, das haben wir schon verschifft. Schaf kann man so bekommen. Aber wir können es doch schaffen. Yay! Okay, cheese, 705. Ja, doch, ist aber ein ganz schöner Sprung. Das stimmt. Haben wir goldene... Warte mal. Der Sprung ist... 225, oder? Ist nicht schlecht, aber wir sind halt mehr gewohnt schon. Das heißt, wir gucken mal. Goldene Milch. Ja, okay. Ja, okay. Ist auf jeden Fall verbessert. Wir müssen dafür aber auch dann jetzt noch was einkaufen und so. Aber ist es auf jeden Fall eine viel bessere. Goldene Milch ist um einiges besser. Gut, dann werden wir jetzt einfach Wasser, wenn wir noch ein bisschen Energie haben. Und dann gehen wir ins Bett. Wir holen heute mal nicht die Pflanzen. Wow. Es gibt doch gar keine Events mehr. Ich laufe ja nachts immer rum, weil da waren immer die Events, aber wir haben keine Events mehr. Voll langweilig. Okay. Dann behalten wir die hier auch hier unten. So, nach Wichtigkeit. Was soll's? Ist echt egal. Und ich traue mich nicht, Leute. Ich kann das nicht. Ich könnte jetzt noch die Blumen einsammeln. Aber wir gehen einfach mal früher ins Bett. Wir lassen ihn mal richtig lange schlafen im Winter. Oh mein Gott. Viel Spaß. Also, du kannst jetzt richtig durchschlafen. Boah. Du kannst noch ein bisschen lesen, einfach ein bisschen dich rumwälzen, an den Bullen denken oder an irgendwas, an die Götter, weißt du? Einfach an dich selbst ein bisschen. Oder setz dich hier auf diesen Hocker und guck gegen die Wand. Ich glaube, wir haben alles. Habe ich irgendwas vergessen? Oh, Regina haben wir fast. Oh, wir haben nicht mit Regina und ihrem Inzestbruder gesprochen. Dammit. Ach, Gary. Aber kriegen wir alle hin? Kriegen wir alle noch hin? Jo, na dann. Theatermann. Kriegen wir vielleicht auch noch hin. Ein Stern vielleicht noch. Dann gehen wir. Ich glaube, ich habe alle gefüttert. Ich habe mich um alle gekümmert. Alle haben Liebe erfahren. Die Kokons sind hoffentlich noch am Kokoieren, die Würmer. Auch wenn es kalt ist. Dann wollen wir mal. Voll früh ins Bett.
vollkommen egal gewesen. Man hat's ja mal, man konnte es ja mal probieren. Man konnte es ja mal probieren zusammen. Wir haben es einfach mal probiert, zusammen probiert. Hatte doch auch was. So, apropos, ich gehe ja mal zuerst zu den Tieren. Daher machen wir das so. Ja, komm. Es passiert auch nicht, wenn man rauskommt. Das finde ich auch schade. Bei Harvest Moon oder sowas steht dann plötzlich jemand da, sagt, oh, bist schon wach oder sowas? Ich wollte mit dir reden. Ach, ich finde das so toll. You look great today. Und bei ihr steht, sie ist schwanger. Ist das eine Commentary? Weißt du? Dann steht so, deine Mutter mit ihrer besten Freundin irgendwie nebeneinander. Geh mal. Okay, dann isst du heute hier. Ja, einem extra. Du isst ja für zwei, ne? Und dann sagst du zu der Freundin so, oh, siehst heute echt gut aus. Und zu deiner Mutter, du bist schwanger. Hä? Was soll das denn heißen? Genau. Das soll das heißen, weißt du? Es ist dann einfach, weiß nicht. Man versucht nett zu bleiben, aber man möchte doch ehrlich sein. Nein, das ist ja auch wieder sowas. Einige. Ich glaube aber, ups. Ja, ich weiß. Ich bin der Meinung, es ist anstrengend, schwanger zu sein. Immer. Einige haben es einfacher als andere. Und dann können sie rummeckern, wie sie wollen. Ändert nichts daran. Es ist auch anstrengend, fit zu bleiben. Es ist anstrengend, nicht jeden Tag Torte zu essen, sagt der liebe Gate, der Torte liebt und einfach seit langem nicht mehr gegessen hat. weil ich einfach zu viel Torte gegessen habe. Und, oh, weißt du was, machen wir später. Ich kümmere mich erstmal um oben. Ja, was soll's. Ich muss sowieso ein paar Mal. Und, das denke ich manchmal auch bei Schwanger. Die sagen dann so, oh mein Gott, mir geht's so schlecht, ich bin schwanger. Ja. Oh mein Gott, guck mal da hinten. Da ist einer, der hat ein Bein verloren beim Unfall. Der wird jetzt nie wieder laufen, weil er hat ja ein Bein verloren. Weißt du, so ein bisschen ist es auch dieses, ja, okay, ja, du gehst auf und du hast Hunger, aber du könntest ja Sport machen. Und ja, es ist schwerer. Es ist schwerer. Und du kannst sagen, oh, es ist so schwer, aber du hast kein Bein verloren. Du bist fucking schwanger, weil du schwanger werden wolltest oder nicht aufgepasst hast. Also, ne? Und wenn die dann sagen, aber die Hormone, da gibt es ja auch die Möglichkeiten. Die Pille wurde eigentlich für Hormonschwankungen erfunden. Also so gesehen, oh, okay, ab sofort werden zuerst die Pilze geholt. Mich nervt das, dass ich da nochmal rein muss. So, ich meine nur, das ist ein sehr, sehr hartes Thema, weil jetzt viele sagen würden, du bist ein Mann, du hast gar keine Ahnung. Ja, aber das geht doch auch so genauso. Es ist zum Beispiel bewiesen, dass Männer, wenn sie krank werden, schlimmer krank werden als Frauen. Und dann sagen die Frauen, stell dich nicht so an. Männerkrankheit mal wieder. Und Männer dürfen sich dann nicht anstellen, obwohl es denen schlechter geht. Okay. Weißt du, dann kann man... Dann aber sie hat ja vollkommen recht. Man sollte sich vielleicht nicht so anstellen, sondern nimm Tabletten und passt besser auf dich. Ich meine ja nur, man nennt das Eigenverantwortung auch. Und gerade bei Schwangeren finde ich das immer ganz schlimm, dieses ich bin die wichtigste Person auf dieser Welt, weil ich ein Kind in mir trage. Ja, erstens, das passiert ganz selten, hast du recht. Zweitens, niemand hat dich darum gebeten, wirklich, ganz im Gegenteil. Leute haben dir gesagt, bitte bekomme keine Kinder. Und du, aber ich bin so toll. Nein, bitte kriege keine Kinder, haben die Leute gesagt. Und es ist danach wichtig, was du danach machst. Denn es kommt dann darauf an, wie du dieses Kind erziehst. Du hast einfach dich schwängern lassen. Nochmal, ich habe die Geschichte schon erzählt. Eine schwangere Frau war hirntot. Und die Ärzte wollten die Geräte ausschalten, haben sie rausgefunden, sie ist schwanger. Ich will jetzt nicht erzählen, warum sie schwanger war, das ist nicht so nett. Und dann haben sie gesagt, okay, wir halten sie noch am Leben für 9 Monate. Sie hat das Kind bekommen. Und das hat einfach mein Leben so verändert. Mein Leben, meine Ansicht gegenüber Schwangeren. Sorry, aber ich habe mir gedacht, so, warte mal.
Oh, guck mal, wir haben Grapes. Geil. Eine Frau muss nicht anwesend sein, muss nicht lebendig sein, außer ihr Körper, um ein Kind auf die Welt zu bringen. Das heißt, das ist eingetreten, was man oft in rechten oder frauenhassenden Arschlochreihen oder sowas hört. Wo es dann gesagt wird, oh, ihr seid doch nur Brutkästen. Das fand ich immer kacke, sowas, weil ich immer denke, nö, kommt ja mal drauf an. Dann würde man ja sagen, Männer sind nur dafür da, Geld zu geben. Finde ich auch nicht gut. Männer und Frauen sind beide wichtig für eine Erziehung. Und jetzt heißt es so, ja, aber was ist, wenn nur ein Mann oder alleinerziehende Mutter oder zwei Männer, zwei Frauen? Ja, trotzdem. Ist ja trotzdem so, dass dieses Kind sich dann das andere Geschlecht, das ihm fehlt, woanders sucht. Als Rollenmodell. Und daher ist es immer wichtig. Nur, wir brauchen so gesehen Männer und Frauen nicht wirklich. Wir könnten eine hirntote Frau... Es hört sich jetzt super fies an. Zum Glück ist das schon ziemlich weit drin im Let's Play und keiner hört das. Wir könnten hirntote Frauen und irgendwelche 18-Jährige, die gegen eine Wand gewichst haben... benutzen, um neue Kinder auf die Welt zu bringen. Also, kümmert euch gut um das Kind. Macht ein gutes Kind. Habt Spaß. Es ist eure Entscheidung. Aber hört auf, so zu tun, als ob ihr das Beste auf der Welt wärt.